Die junge Generation in China ist Tag und Nacht online. Der E-Commerce ersetzt zunehmend den traditionellen Handel. In Kunming, im Süden des Landes, wird schon jetzt alles über das Internet verkauft und gekauft. Überall in der Stadt haben sie auf den Gehsteigen Abholstationen eingerichtet. Die Ware wird nicht nach Hause geliefert, sondern von den Kunden buchstäblich vom Boden aufgelesen. Hast du wegen des Pakets angerufen? Ja. Ist es ein großes Paket? Nicht wirklich. Was haben Sie bestellt? Bekleidung. Und warum kaufen Sie online? Es ist praktisch. Ich arbeite sehr viel und habe keine Zeit zum Einkaufen. 2017 verzeichnete China einen Umsatz von 800 Milliarden Euro im Onlinehandel. Viele Unternehmer sind durch den neuen Markt reich geworden. Mit nur 31 Jahren ist Xu Jinping Multimillionär. 2011 gründete er einen Onlinehandel, der silberne Teekannen vertreibt. Traditionelle handgefertigte Produkte aus seinem Heimatdorf. Es ging alles sehr schnell. Am Anfang verschickte ich 2, 3 Pakete am Tag. Dann waren es bald 10, 20 und schließlich über 50. Wir haben es mal zusammengerechnet. Insgesamt 100.000 Menschen haben unsere Produkte online gekauft. Wir haben Teekannen nach Japan, Korea und sogar Europa verkauft. Die Teekannen, die in die ganze Welt exportiert werden, werden in Xinhua hergestellt, einem Dorf 400 Kilometer von Kunming entfernt, in dem Xu Jinping aufgewachsen ist. Das ist mein Dorf. Hier leben rund 1000 Familien. Inzwischen arbeiten hier 90% der Familien im Silberhandwerk. Der Erfolg im Internethandel überzeugte die Menschen in dem 5000 Seelendorf. Und so gründeten sie eine Silberhandwerkstatt nach der anderen. Die Revolution 2.0 verändert die Dörfer in China allmählich. 600 Millionen Menschen leben noch in ländlichen Gebieten. Hier schlummert ein enormes Potenzial für den Ausbau des E-Commerce. Dank des Internets erlebt die gesamte Region einen tiefgreifenden Wandel. Überall wird gebaut, renoviert und vergrößert. Viele ehemalige Dorfbewohner sind aus den Städten nach Xinhua zurückgekehrt, um am Erfolg des Onlinehandels teilzuhaben. 70 von ihnen arbeiten für Xu Jinping. Wie weit sind Sie mit dem jüngsten Auftrag, Meister Hong? Ich bin so gut wie fertig. Was fehlt noch? Nicht viel. Bitte beeilen Sie sich, wir zählen auf Sie. Mit Hilfe seines Bruders und seiner Cousins schmiedet Hong rund 30 Kannen im Monat. Xu Jinping kauft sie ihm für 650 Euro das Stück ab. Das ist Meister Hong. Er arbeitet seit 3 Jahren für mich. Er hat sich auf silberne Teekannen spezialisiert. Er macht nichts anderes. An jeder Teekanne arbeitet er 3 Tage. Der letzte Schliff am Schnabel? Ja, das ist unser neues Modell. Das verkauft sich bestimmt gut. Seitdem ich mit Xu zusammenarbeite, hat sich der Lebensstandard für meine ganze Familie verbessert. Früher habe ich umgerechnet ein paar hundert Euro im Monat verdient. Jetzt verdiene ich 15 bis 20 Mal so viel. Ich bin wirklich sehr froh über seinen Werdegang. Sein Erfolg ist auch mein Erfolg. Wir sind zusammen groß geworden. Ich bin sehr stolz, ihn so glücklich zu sehen. Heute setzen die jungen Chinesen, die auf dem Land geboren sind, lieber aufs Internet anstatt auf die Landwirtschaft. Hong und seine Familie sind seit Generationen Bauern. Ein mühsames Leben zwischen Schweinezucht und Reisanbau. Haben Sie schon mal auf dem Feld gearbeitet? Nein, davon habe ich keine Ahnung. Ja.
Bevor er 20 war, hatte er es kurz versucht, aber es schnell wieder aufgegeben. Es war nicht sein Ding. Es war ihm zu anstrengend. Hongs Mutter greift heute zum letzten Mal zur Harke. Dank des beruflichen Erfolgs ihres Sohnes kann sie das Land in Zukunft verpachten und ihr Arbeitsgerät an den Nagel hängen. Früher habe ich die ganze Zeit auf dem Feld gearbeitet. Ich tat nichts anderes. Und das war sehr anstrengend. Aber wir hatten keine Wahl. Das Leben meines Sohnes ist viel komfortabler. Er hat viel Geld, ernährt sich gut und kann sich hochwertige Kleidung leisten. Ganz anders als unser früheres Leben. Wir besaßen fast nichts. Dank Hongs gutem Einkommen ist das Leben seiner Familie angenehmer geworden. Sie bewohnen ein größeres Haus, in der Küche steht ein Kühlschrank und es gibt jeden Tag Fleisch. Auch der Online-Händler Su Jinping stammt aus einer Bauernfamilie. Unsere Mahlzeiten sind jetzt viel abwechslungsreicher. Wir haben eine größere Auswahl. Früher aßen wir jeden Tag das Gleiche, Kartoffeln und Kürbis. 2017 haben 13 Millionen chinesische Landbewohner die Armutsgrenze überwunden. Eines der Hauptziele im Plan der Kommunistischen Partei für 2020 ist die Anhebung des Lebensstandards auf dem Land. Ich bin ein ausdrücklicher Befürworter des Onlinehandels. Er schafft Arbeitsplätze und belebt den Konsum in unserem Land. Die Menschen kaufen sehr gern im Internet ein. Der Onlinehandel ist auf Erfolgskurs. Ich glaube, man muss die Chancen nutzen, die uns das Internet bietet. Dadurch können wir den wirtschaftlichen Aufschwung Chinas stärken. Die Botschaft des Ministerpräsidenten hörten und verstanden die Leiter der Provinzregierungen. Regelmäßig organisieren sie Schulungen für Online-Einsteiger. Liu Siwei ist Dozent für Digitalwirtschaft. Im Auftrag der Regierung leitet er heute einen Kurs für Dorfbewohner und Parteimitglieder. Damit Ihr Dorf offiziell als E-Commerce-Dorf anerkannt wird, muss der Umsatz im Internet über 1,3 Millionen Euro im Jahr betragen. Außerdem muss die Hälfte der Dorfbewohner im Onlinehandel aktiv sein. In den Kursen sollen die Dorfbewohner lernen, das Internet zu nutzen, sich für ein Produkt zu entscheiden und es online zu vertreiben. Unter meinen Kursteilnehmern sind künftige Ausbilder. Am Ende dieser Woche sollen sie die Informationen an die Bewohner ihrer Gemeinde weitergeben. Sie sollen eine Vermittlungsposition einnehmen und den Dorfbewohnern erklären, wie der Onlinehandel funktioniert. Sie sind eine Art Multiplikator. So wie die Parteivorsitzende Fu Mengxi aus dem Dorf einer Küstenprovinz. Zurzeit stellen wir uns im Dorf viele Fragen. Wir würden gern unseren Handel mit Klappstühlen weiterentwickeln, wissen aber nicht wie. Im Moment stellen wir sie noch in kleinen Werkstätten her. Aber wir würden die Produktion gern modernisieren. Die Schulung dauert eine Woche und ist für die 60 Kursteilnehmer kostenlos. Die lokale Regierung übernimmt nicht nur die Spesen für Reise und Unterkunft, sondern sorgt sogar für einen finanziellen Ausgleich. Denn die Behörden wollen möglichst viele Bauern erreichen, so wie Chen Yanping. Im Dorf züchten wir viele Bambussprösslinge. Wir möchten sie gerne im Internet verkaufen, aber wir haben nur wenige ausgebildete Leute. Der Onlinehandel ist in unserem Dorf eher unbekannt, auch weil es so wenige junge Menschen gibt. Angesichts all der Leute, die mittlerweile im Onlinehandel erfolgreich sind, wollen wir auch gern daran teilhaben.
Guten Tag, Herr Professor. Ich möchte Sie gern etwas fragen. Ich bin nur ein einfacher Bauer. Was sind die Grundvoraussetzungen, um einen Online-Handel zu betreiben? Zuallererst muss man einen Computer bedienen können. Und dann muss man Produkte finden, die man verkaufen kann. Spielt die geografische Lage des Dorfes für den Erfolg des Unternehmens eine große Rolle? Natürlich, denn Sie müssen einen schnellen Versand für Ihre Bestellungen garantieren können. Drei bis 4.000 Dörfer haben mittlerweile den Status eines E-Commerce-Dorfes. 2.000 Kilometer weiter liegt eine der wohlhabendsten Küstenregionen Chinas, die Provinz Zhejiang. Von hier aus begann der Siegeszug des Onlinehandels, denn alles, was dazu benötigt wird, ist in unmittelbarer Nähe. Fabriken, Straßen, Hochgeschwindigkeitszüge. In Beishan hat der Tag schon vor dem Morgengrauen begonnen. Bis zum Beginn des chinesischen Black Friday sind es nur noch wenige Stunden. Seit heute Morgen um 7 Uhr habe ich schon 200 Pakete gepackt. Der 11. November ist jedes Jahr der umsatzstärkste Tag. Dieses Paket geht zum Beispiel nach Shanghai. Lu Zhenhong ist der Pionier des Onlinehandels in der Provinz Zhejiang. Der Unternehmer gründete seine Firma 2008. Lange vor den anderen setzte er auf Campingartikel. Damals interessierten sich immer mehr Chinesen für den Campingurlaub. Das sind unsere Produkte. Hier haben wir zum Beispiel Picknickdecken. Es gibt verschiedene Sorten. Decken für das Picknick im Park oder für den Strand. Und das sind unsere Campingzelte. Wer im Onlinehandel Erfolg haben will, muss auch als Erster auf die richtigen Produkte setzen. Kommt mal her. Wir müssen den Eingangsbereich aufräumen. Der Lastwagen muss ja problemlos parken können und die Pakete dürfen nicht den Eingang versperren. Mit seinen 50 Angestellten erwirtschaftete Lu Zhenhong dieses Jahr einen Umsatz von 8 Millionen Euro. Besonders stolz ist er jedoch darauf, dass er diesen Mann treffen durfte, den chinesischen Bill Gates. Auf diesem Foto stehe ich neben Jack Ma, dem Chef von Alibaba. Er ist der Gründer der größten Onlinehandelsplattform. Der Online-Marktplatz hat die Konsumgewohnheiten in China von Grund auf verändert. Mit seiner Internetplattform Alibaba hat Jack Ma 1999 den Internethandel in China eingeführt. Viele eifern ihm nach, dem reichsten Mann des Landes. Heute gilt Jack Ma als geistiger Vater des chinesischen Onlinehandels. Lu Zhenhong ist einer seiner Schüler. Er hat ein eigenes Online-Verkaufsmodell entwickelt. Wir verkaufen keine regionalen Produkte. Wir haben uns zwar in den Dörfern niedergelassen, aber wir verkaufen keine Produkte von dort, weil es nicht genug gibt. Aber der Standort hat großes Potenzial. Denn in der Umgebung gibt es jede Menge Fabriken, die uns beliefern können. Und dank des Internets können wir die Produkte leicht weiterverkaufen. Immer mehr Dorfbewohner sind meinem Beispiel gefolgt. Ich habe sie beraten, damit sie auch aktiv werden können. Sein Vorbild hat in der ganzen Region Schule gemacht. Seitdem arbeiten die 2300 Bewohner von Beishan, Lus Heimatdorf, im Onlinehandel. Anstatt großer Landwirtschaftsbetriebe findet man nur noch kleine Gemüsegärten. Als Landwirt arbeitet hier keiner mehr. Die Einnahmen kommen mittlerweile von woanders.
Mit einem kleinen Lager, einem Computer und Internetzugang wird jeder zum Unternehmer. Hier hat Lu Zhenhong mit seinem Bruder Zheng Peng angefangen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen mein Lager. Heute lagert Lu Zhang hier seine Ware, Grills und Holzkohle, die er ebenfalls online verkauft. Ich habe mich für diese Produkte aufgrund einer Marktanalyse entschieden. Es besteht ein Bedarf und sie ergänzen das Angebot meines Bruders. Lu und sein Bruder haben sich gemeinsam an den Onlinehandel gewagt. Nach diversen kleinen Jobs investierten sie in einen Computer, erstellten eine Internetseite und waren Tag und Nacht online. Hier haben mein Bruder und ich angefangen, in dem kleinen Raum nebenan. Wir teilten uns einen Computer und bildeten zwei Teams. Er übernahm die Nachtschicht. Haben Sie mit diesem Erfolg gerechnet? Damals hätten wir nie gedacht, dass wir es eines Tages so weit bringen würden. Wir waren froh, wenn wir mit unserem Einkommen über die Runden kamen. Lu Zhenhong hat im Dorf hunderte von Arbeitsplätzen geschaffen. Ich komme aus dem Nachbardorf. Ich habe mich hier beworben, weil mir ein Freund von hier erzählt hat, dass hier der Onlinehandel blühen würde. Ohne den Onlinehandel gäbe es in dieser Gegend nur sehr wenig Arbeit. In meinem Dorf gibt es quasi keine Arbeitsplätze. Hallo Lu, bereitest du gerade eine Lieferung vor? Das ist ganz schön viel. Was ist das alles? Das sind unsere Verpackungen. Wir bringen sie zur Lieferhalle. Alles klar, los geht's. Das ist Liu Weiming, der Parteisekretär von Beishan. In China sind Privatunternehmen häufig eng verbunden mit der kommunistischen Regierungspartei. Dank Lu Zhenhongs Unternehmen ist das Dorf des Parteisekretärs deutlich moderner geworden. Schauen Sie, das wird der neue Bahnhof. Er wird bis hierher reichen und uns mit der Stadt Taizhou verbinden. Dort gibt es viele Fabriken. Das wird uns sehr helfen. Alle werden davon profitieren. Ja, das stimmt. Für uns Unternehmer wird es den Transport zwischen unserem Dorf und der Außenwelt extrem erleichtern. Es ist wirklich eine gute Sache. Was wiegen Sie da? Wir ermitteln das genaue Gewicht der Pakete für unsere Kunden, um sicherzugehen, dass sie unbeschadet ankommen. Warum? Gab es Diebstähle? Manche Kunden sagen, sie hätten weniger Artikel bekommen. Also teilen wir ihnen das Gewicht des Paketes beim Versand mit. In den Familien arbeiten mindestens 4 oder 5 Personen im Onlinehandel. So wie hier auch. Heute am großen Sonderangebotstag am 11. November sind alle bei der Arbeit. Durch das Internet hat sich das Leben der Bewohner Beishans von Grund auf verändert. Heute ist der ehemalige Landwirt Tag und Nacht am Computer damit beschäftigt, seine PVC-Tischdecken zu verkaufen. Ich habe keine Angestellten. Ich bin ganz allein, nur meine Frau hilft mir ein bisschen. Wir sind ein sehr kleines Unternehmen. Jedes Ding-Dong ist eine neue Bestellung. Heute ist Beishan Chinas Vorzeigedorf für den Onlinehandel. Die Provinzbehörden unterstützen die Weiterentwicklung des Ortes mit Subventionen. Dieses Jahr erhielt Beishan 60.000 Euro für Modernisierungsmaßnahmen. Als sich der Onlinehandel im Dorf zu entwickeln begann, bekamen wir eine erste Subvention, um schnelles Internet zu installieren. Damit konnten wir die neue Aktivität unterstützen. Ich möchte gern, dass sich der gewinnbringende Onlinehandel in Beishan weiterentwickelt. Je mehr Geld die Menschen auf dem Land haben, desto besser werden die Lebensbedingungen. Früher haben die Dorfbewohner oft zum Zeitvertreib um Geld gespielt. Heute verkaufen sie lieber Online-Produkte.
Die Volksrepublik China hat sich grundlegend gewandelt. Seit dem Beginn der Wirtschaftsreformen vor 40 Jahren ist das Hauptziel für die Kommunistische Partei Chinas die Steigerung des Wohlstands. Trotz massiver Investitionen der Behörden in den Onlinehandel gibt es nach wie vor Regionen, die es schwerer haben. Was den armen Gegenden wie Yunnan fehlt, ist eine leistungsstarke Infrastruktur mit einem guten Straßen- und Schienennetz, um schnelle Lieferungen zu gewährleisten. Reiche Regionen wie Zhejiang dagegen können ihren Kunden eine Lieferung binnen 24 Stunden garantieren. In Kunming, in der Provinz Yunnan, weit weg von den Feldern, wichen die traditionellen Häuser vor den neuen schicken Stadtvierteln. Durch seinen Erfolg im Onlinehandel genießt Xu Jinping nun ein vollkommen anderes Leben. Der Bauernsohn gehört heute zur wirtschaftlichen Elite. Ich bin kein außergewöhnlich intelligenter Mensch. Ich bin nur sehr fleißig. Und das verdanke ich der Erziehung meiner Eltern. Wenn ich bedenke, wie hart ihr Leben auf dem Land war, bin ich ihnen sehr dankbar. Ich glaube, die Schlüsselkompetenzen eines Unternehmers sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen und Beharrlichkeit. Ein Luxusauto, das Kind in der besten Schule der Stadt und ein Apartment für seine Eltern in einem der schönen Wohnviertel. Dank seiner Einkünfte aus dem Onlinehandel führt Xu Jinping heute ein Leben im Wohlstand. Noch vor wenigen Jahren verkauften seine Eltern handgemachte Teekannen am Straßenrand und arbeiteten auf den Feldern. Vor der Kamera aus dem Ausland vergisst Xu Jinpings Vater jedoch nicht, der Partei zu danken. Wir verdanken unser neues Leben der Politik der Kommunistischen Partei und ihren Wirtschaftsreformen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir unsere handwerklichen Produkte eines Tages in den großen Städten verkaufen. Für uns ist das eine wundervolle Möglichkeit, Wohlstand zu erreichen. Ich bin sehr froh, dass ich meinen Eltern dieses Leben ermöglichen kann. So können sie in meiner Nähe sein, aber auch jederzeit in ihr Dorf zurückkehren. Außerdem haben sie jetzt auch Zugang zu guter medizinischer Versorgung. Der Boom im Onlinehandel verändert ganz China. Das Recht auf Konsum und Wohlstand, lange nur das Privileg der Städter, erreicht nun auch die Menschen auf dem Land. Wie ein langer Marsch übers Internet.